Hallo lieber Ritter, willkommen zurück bei einer neuen Episode von The Order 1886. Es geht weiter mit Sir Galahad hier in Whitechapel. Und wir schauen uns erstmal wieder etwas um in den Gassen bzw. in diesem Etablissement. Was hier so geht. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Sportsfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Oh yeah. Schauen wir uns mal in diesem Freudenhaus um. Uns wurden unsere Waffen abgenommen, das heißt, wir können uns nicht verteidigen, aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Was haben wir denn hier? Ich hab's nicht eilig. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Schatz. Eine Lady. Das ist dein erstes Mal, oder? Zelda. Ja, jawohl, Ma'am. Ist schon gut, Süßer. Bubas. Ganz langsam. Ja, das Spiel ist ab 18, also. Sollte sich nicht davor, Blut und Eingeweide zu zeigen, nackte Haut. Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Das glaube ich gerne. Das schön. Sie wissen, was man über große Nase so ein Mist. Blöder Kerl. Ey, ich stehe noch neben dir. Guck mal, da unten ist ein Poolbillardtisch. Können wir spielen? Die Raben von London. Sie organisieren sich. Das ist auch sowas, die Raben von London. Wer ist das? Was machen die? Noch nie von ihnen gehört. Keine Ahnung, wer das sein soll. Wir müssen es als gegeben hinnehmen. Ist das eine Badewanne? Badewanne auf der Bühne, ja, geil. Ich zahle gerne dafür, dass sich die Ladies waschen. Rückenschruppen gratis. Oh, ist das nicht ein Hübscher? Lass bloß die Finger von ihm. Was ist denn das für eine Sauklaue? Lafayette will doch niemanden benachteiligen. Ich kann das nicht lesen. Noch mehr Text. Okay, alles klar. Wahrscheinlich die Schwester von der anderen, die sehen sich eh nicht. Gleiches Charaktermodell verwendet. Um Ressourcen zu sparen. Sie wissen, was man über Gruppen. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell! Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Oh, Lafayette. Mit seinem Klingelbeutel alles. Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Toll. Wandern darf man auch nicht. Hier lang, Schatz. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Ein digitaler Schwengel! Wir haben eine Waffe. Suche einen Weg zum Krankenhaus. Oh, jetzt schämt er sich und versteckt sein Lulu. Hallo, Monsieur. Was machen wir jetzt? Show me what you got. What you got. Na gut. Ist da noch was Interessantes in dieser Wohnung? Nö. Ja dann. Aus hier. Sind wir quasi, glaube ich, auf dem Balkon, wo vorher uns die Damen zugewunken haben, von wegen... Hallo, ihr da!
So, und rüberspringen. Hua! Hier sind Eindringlinge. An die Waffen und los! Lafayette. Ich glaube, die wollen uns tot sehen. Möglicherweise. So. Durch diese Gassen durch. Über die Dächer. Das war ein Stich ins Wespennest. Höchstwahrscheinlich war es das, ja. Aber die Aussicht, die man auf den Dächern ist, ne? Grandios. Sehr cool. Halten Sie Ausschau, Marquis. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Ich bemühe mich, Monsieur. So. Damit können wir interagieren. Smash the X-Button. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auf die andere Seite, ja. Läuft doch wie geschmiert. Kein Problem. So. Zweimal kurz für Ritter, einmal lang für Bobbys. Ist das wichtig? Halt einfach nach beiden die Augen auf. Ich meine, wenn's Ritter sind, brauchen wir da nicht Hilfe? Verfluchte Scheiße! Mist! Bam! What the fuck? Auf die Fresse! Und die Kaulasse zertrümmern. Sicher! Die Dächer sind vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben Sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Munition. Granaten. Hier führt ein Weg hinaus. Was? Ach, eine MP, ne? Munition ist voll. Revolver Duelist. Oh, ich glaube, den behalte ich. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht lieber das Maschinengewehr nehme, aber nee, komm. Ich muss mich hier nur wieder mal kurz räuspern, weil mein Hals ist noch nicht so wirklich ganz frei. Abwärts. Yeah! Am Arsch rutschen und runter. Trop facile, hein? Bitte was? Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Halten Sie die Augen offen. Wir wollen nicht für weitere Unruhe sorgen. Was ich sehr cool finde, ist halt auch, dass man die Waffen sieht, die die tragen. Das heißt, hier die Granaten zum Beispiel hinten an der Seite. Sehen Sie, Monsieur, diese Königin hat Gott nicht beschützt. Los! Scharfschütze, oh nein! Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Absolument, Monsieur. Kein Problem. Oh Gott. Ich bin aber gleich tot, Mann. Ah. Muss näher ans Geschehen. Junge, was ist denn jetzt? Alter, ich bin tot. Tja, so kann's gehen. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Absolut. Ja, verdammt.
Scharfschütze getroffen. Jetzt fresse ich auf einmal erstaunlich viel Schaden. Au. Verdammt! Ich hab ein so geringes Zeitfenster auf den zu schießen, das ist ja fast unmöglich. Nur mal kurz warten in der Deckung. Und weiter geht's. Ich stehe unter Beschuss. Lafayette trifft halt auch einen Scheiß. Lafayette, gib Deckung! Monsieur, gib Deckung! Bastarde! Wow. Stehe unter Beschuss! Monsieur, gib ihm Deckung! Wechsel mal auf die andere Knarre, die hatte ich noch gar nicht. Oh ja, die geht gut ab. Ach stimmt, die schwarze gibt's ja auch noch. Vollkommen vergessen. Okay, liegt hier noch Munition rum vielleicht für meine Knarre? Nee, die haben alle die Schienenpistole. Frag mich auch, woran das Spiel ausmacht. Lafayette, nehmen Sie die Straße! Oui. Welche Leichen liegen bleiben und welche nicht. Los, vorwärts! Achtung, oben auf dem Balkon! Rückzug! Meister! Mal nachladen. Oh. Wir müssen weiter. Ich denke, weitere Rebellen sind unterwegs. Das könnte gut möglich sein, dass da noch mehr kommen. Würde mich wundern, wenn es die einzigen. Oh no! Sie haben uns blockiert, die Schweine. Durch das Gebäude! Oh, noch eine Granate. Klick, klick. Ah, Munition. Nice. Achso, das ist der Platz, auf dem wir eben waren. Ich dachte gerade so, hä? Was? Wo? Sieht also gleich aus. Wie hoch? Smash it! Scheiße, die Ritter sind durchgekommen! Monsieur! Flintenschütze! Kommt aus dem Gebäude! Ja, ich sehe von hier aus nichts. Mal ein bisschen hier so hin. Bitte raus! Ich dachte schon, da steht jemand immer neben mir. Du musst nachladen! Oh, es ist ein Explosionsfass. Das war nicht ohne. Au! What? Ah! Start. Come on. Hm? Monsieur,
Falsche! Er kommt aus dem Gebäude! Rebellen, Hof! Monsieur, bekämpfe sie am Boden! Verstanden, Marquis. Gib mir die Deckung! Splittergranate! Granate! Verdammt! Bin fort mit euch! Verdammt! Ja, verdammt! Ja, ich finde, wie gesagt, dafür, dass es ein Third-Person-Shooter sein soll, spielt sich es halt nicht besonders gut. Und dann ist es halt auch noch so, dass es in 30 FPS läuft. Was für einen Shooter halt auch nicht so von Vorteil ist. Oh nein, Waffe leer. Es ist wirklich aufregend. Hallo, lass mich doch mal meine Granate werfen hier. Oh, was wo? Ja. Rebell erledigt. Haltet sie auf! Ich drücke vor! Hab ich noch eine Granate? Nee, aber hier habe ich noch eine Granate. Schärfe Rauchgranate! Rauchgranate, ah, so. Hey! What? Sackgesicht. Lade nach! So richtige Bullet Sponges, gucken, was die aushalten. Rebellen neutralisiert. Was habe ich denn jetzt? Ach, eine Schrotflinte habe ich. Ah, dann behalte ich die mal. Das ist Lafayette. Ziel erledigt. Wie denn noch? Meine Fresse. Wow. Oh, meine andere Knarre, das geht so nicht. Oh, meine Granaten. Der wirft die, glaube ich. Feind erledigt. Wir müssen weiter und runter von der Straße. Oui. So, haben wir geschafft. Aber die Schrotflinte, die nehme ich mal mit. Die ist auf nähere Distanz auf jeden Fall ziemlich gut. Hilfe mit dem Wagen, Monsieur. Aber klar, doch.
So, ich glaube, das hätten wir gut überstanden. Biestbude hier. Was haben wir denn da? Property. Egress. Quality Liberty. Und man sieht ganz genau, wo der Kantenmaler war und hat die Ecken angestrichen. Percival. Percival, hörst du mich? Hat keinen Sinn, Monsieur. Die Gebäude blockieren das Signal. Der Fluch des Fortschritts. Ihr Monokular. Ich kann unser Ziel sehen. Das Krankenhaus ist 2 Meilen westlich. Sehen Sie unsere Kameraden? Noch nicht. Jetzt kann ich da durchgucken. Fantastisch. Da, das müssen sie sein. Na, machen wir mit? Sollen wir ein paar Freunde einladen? Luftkommando, hier ist Galahad. Ich brauche Antwort von allen in der Gegend um Whitechapel. Luftkommando, hier ist Galahad. Moment, Monsieur. Hören Sie! Wir haben hier nicht das Kommando. Der Lordkanzler wird verärgert sein. Lafayette möchte nicht vors Kriegsgericht. Darum kümmern wir uns später. Sir Galahad, hier Sentinel 5. Wir sind 3 Wegstunden nordöstlich von Whitechapel. Warten auf Anweisungen. Sentinel 5, hier ist Galahad. Wir brauchen hier Luftunterstützung. Bestätigen Sie, Sir Galahad. Sie signalisieren blau-rot im Abstand von 1 Sekunde. Wir bitten um Sichtbestätigung der Kursänderung. Orte, Luftschiff Sentinel 5. Senden Sie den angezeichneten Morsecode. Tippen Sie die Touchpad-Taste für einmal kurz. Halten Sie die Touchpad-Taste gedrückt für lang. Sir Galahad, hier ist Sentinel 5. Wir haben Sichtbestätigung Ihrer Position. Kursänderung auf 224 Grad. Erreichen Warteschleife über Whitechapel in 8 Minuten. Sentinel 5 bestätigen. Warten Sie vor Ort auf Befehle. Dann los. Der Gestank. Und Pariser Slums riecht es nach Rosen, nehme ich an. Merde riecht wie Merde, Monsieur. Überall auf der Welt. Merde riecht wie Merde. Ah, Merde. Je suis Merde. Nach innen. Okay, Mann. Lafayette! Keine Sorge, Monsieur. Mir geht's gut. Ja, dann kann's ja weitergehen. Was haben wir denn da? Ach, ein Sackboy. Aus dem Spiel. Auch so ein Exklusivtitel, Sackboy. Ich fand die Spiele eigentlich immer ganz cool. Die waren sehr unterhaltsam. Auch wenn sie jetzt nicht so wirklich einen Tiefgang hatten, waren es doch so. Ja. Nette kleine Spiele zum Zeitvertreib, sag ich mal. Sackboy's Adventure für PlayStation 5 habe ich leider noch nie gespielt. Müsste ich aber auch mal, weil ich habe gehört, das soll echt viel Spaß machen. Ein sehr unterhaltsames Jump and Run. Lass das, Jimmy, Bewegung! Los, ich gebe Feuerschutz. Wie sie. Ja, Sir. Sie reinlunzen so von unten so. Hä? Hm? Hä? Los, auf jetzt! Los! Ah! 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 Ah!
Hä? Ich hab doch gar nicht auf dich geschossen. Was willst du denn von mir? Ah! Wo sind sie denn? Mein Freund, der Constable braucht Hilfe. So kann ich nicht treffen. Genau. Constable, ziehen Sie den Kopf ein. Meiner Seite. Ach so. Guten Tag. Oh Gott! Er hat ein Messer! Dreieck! Hey! Noch was gezischt, was? Klar doch. Fünf Gläser. Wir sind auf Widerstand gestoßen. Die Rebellen sind besser bewaffnet, als wir dachten. Diese Markierung schon mal gesehen? Das ist von uns. Wo habt ihr das gefunden? Mir nach. Mon Dieu. Hier ist genug Feuerkraft für eine kleine Armee. Einiges davon wurde für den Orden hergestellt. Igraine hat sogar eine Bogenkanone gefunden. Wir haben etwas von unserem Inventar verloren? Haben wir nicht. Hier, hilf mir mal damit. Mal sehen, was drin ist. Was habt ihr gefunden? Essex M86. Thermitgewehr. Die sind erst seit ein paar Wochen im Einsatz. Schönes Ding. Scheint eine Minigun zu sein. Das hier ist nicht mal zugewiesen. Wie sind die Rebellen da dran gekommen? Das werde ich schon herausfinden. Entschuldigen Sie, Sir. Man braucht sie oben. Unser Stichwort. Ich glaube, Mademoiselle benötigt unsere Aufmerksamkeit. Igraine, sind in Position! Na, endlich! Los jetzt! Wo haben sie denn gesteckt? Sie waren hier und nicht hier. Rebell erledigt! Verstanden. Das Geräusch, was die... Das Geräusch, was die Waffen machen. Ich sehe sie. Wir brauchen Verstärkung. Die Rebellen sind hier wieder auf mir. In Deckung. Sagen Sie in Deckung. Hilfe. Rennt ihr Schweine? Inspektor, nein! Oh, der Inspektor, das tut mir jetzt leid. Was, wo? Über uns? Alles klar, bringt ihn rein! Achso. Ich muss mitmachen. Nehmen Sie die Arme. Sagte Monsieur. Ich hab ihn. Schnapp Sie, bevor Sie Deckung finden. Nehmen wir ihn. Ich bringe ihn mal her.
leichte Leute! Los! Schnappt ihn! Monsieur, es sind nur noch ein paar Schritte! Alles klar! Vorwärts! Oh nein! Wurde getroffen. Blutet. Das lief gut. Galahad, such einen Weg hier raus. Bin schon dabei. Wie schlimm ist das? Ein Lungendurchschuss. Und ein Lungendurchschuss. Was haben wir denn da Tolles? Eine Karte. Ganz ruhig, mein Sohn. Alles wird wieder gut. Da stehen Namen drauf. Die Rebellen sammeln sich. Schätze, ich habe einen Ausweg. Alle Mann zurück! Ich zünde! Kann er weiter? Das spielt keine Rolle mehr, Monsieur. Spart dir das Beten, Lafayette. Es gibt keinen Gott, der ihm hilft. Los jetzt. Gehen wir. Tja, der hat das Schlimmste wohl hinter sich. Das Hospital. Und die verfluchten Rebellen werden uns erwarten. Das könnte gut möglich sein. Aber wir sind hier erstmal am Ende gelangt von dieser Episode von The Order 1886. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen bei diesem Sony-Exklusivtitel. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.